Ich hab ne Tante in Alicante, die arbeitet als Schlampe und steht dort an der Tanke. Wenn du nicht zahlst, gibt es Zanke bei meiner Tante in Alicante. Ja, sie ist eine Schlampe. Ich hab ne Tante in Alicante, die ist nicht die hellste Lampe, darum wurde sie auch Schlampe. Doch als die Polizei kam, rannte sie direkt zur nächsten Tanke und steht jetzt dort als Schlampe, Tante aus Alicante. Geil, Mann, geil, richtig geil, ey. Ey, 1:1, meine Tante, ne? Das ist auch eine richtige Schlampe, ey. Die ist ey. Du hast den Bert gelassen. Er ist gerade noch seinen Sacker ausführen. Danke? Ja, das bist du mir. Hab ich schon verstanden, ey. Die Bewohner einer verträumten Kleinstadt am Rhein gewähren nie dagewesene Einblicke in ihr Privatleben. Wir begleiten sie durch ihre Höhen und Tiefen. Und damit willkommen in Oberuggen. Ja, Bert, da bist du ja! Hey, hör mal, ich war gerade bei dir. Ich dachte, du nimmst mich mit, aber dein Alter hat aufgemacht. Oh ja, Mensch, ich muss den Neffen von der Arbeit noch eben bei meiner Schwester abliefern. Ich dachte, du meidest deine Schwester. Meine ist gut. Macht einen Riesenbogen um die ganze Straße, wo das Sonnenstudio steht. Ist so, ne? Ist das da, wo die Eltern gestorben sind? Eltern gestorben? Ja, hier wegen dem Panini-Maker, ne? Nee, das war eine Mikrowelle mit Grillfunktion. Stimmt, da war eine Mini-Backofen. Ja, ist ja scheiße, ja. Jedenfalls wohnt der Neffe jetzt bei uns, weil Patentante, minderjährig und so weiter. Hör mal hier, da gibt's doch so, hier, so wie Altkleidersammlung, ne? Wo du hier die ungewollten Kinder abliefern kannst. Ich glaube, eine Feuerwehr oder so, ne? Also, das ist eine Babyklappe. Ja, das geht doch nur für Babys. Ne? Hat meine Ex-Freundin auch schon mal 2 Kinder eingefordert. Jetzt ohne Witz, ne? Ohne Witz, Bernd, ne? Ich habe einen Kollegen bei der Stadt, ne? Ja, oder beim Jugendamt, ne? Der Herr Fug, ne? Ist ein Top-Typ, sag ich ja. Top-Typ, ne? Der schafft ja den Jungen vom Hals, ne? Komm, reicht jetzt, ne? Hör mal, der Bernd, der muss der Schock auch erstmal verkraften. Wir haben nämlich heute, haben wir den Hobbyraum von den Jungen, haben wir leer geräumt, ne? Haben wir alles runtergebracht in den Keller und in den Garage, ne? Nee. Als in die Garage geräumt, da ist ja gefährlich. Was machst du mit der Tittenheftsammlung? Wie, was soll mit der Seite? Wird doch feuchter unten, da gehen die Seiten zusammen. Also mehr als vorher. Und da musst du in Plastikboxen reinpacken, damit er nicht feucht wird. Ich hab das jetzt in so eine Pappkarton. Ja, Karton. So eine richtige Sammlung, also so mit nackten Mädchen? Jeder Rainer, ne? Der hat recht, ne? Du musst wirklich in die Plastikbox tun. Deckel drauf und irgendwo lagern, wo es trocken ist. Am besten oben auf dem Dachboden, ne? Man muss da auch aufpassen, ne? Da wühlen die Weiber immer rum, ne? Ey, meine Ex, ey, die hat die ganze Sammlung weggeschmissen, ne? Kriegst du nicht mehr wieder. Die ganzen Muschis, die behaart waren früher, findest du heute nicht mehr, ne? Weg. Alles weg. Ich schaue. Du hast auch eine, Manni? Ja, sag nicht, du hast keine. Jeder hat ja eine, ne? Ja, ist so, ne? Ja, schlimm, wenn nicht, du. Oder glaubst du, die Arnleit macht mich spitz wie 10 Matrosen? Die Arnleit! Ja, nee. Ich hab auch eine, klar, die hab ich unterm Bett. Ich wollte schon sagen, ey! Jojo, verarscht du einen, ne? Wie machst du das ohne Bilder? Stellst du so im Kopf vor? Kein dir das hier so! Oh ja, ja! Das geht nicht, ne? Also, ich sag ja immer, Pornos machen Leute. Ja, ist so, ne? Arme Wichser haben keine Fickheftsammlung. Ja, ist so. Mit solchen Leuten will ich gar nichts zu tun haben, ne? Mann, ey. Ich muss mal auf Klo. Na, mach. Ja. Kann nicht hier nerven. Der Klassiker, ne? Als den ganzen Kanister hier um, ne? Mann, ey. Ey, Leute. Der Juju, der hat mich jetzt echt für einen Moment, hat der mich schockiert. Ja, der ist manchmal ein bisschen seltsam, ne? Aber du musst ja wissen, Eddie, ne? Der ist ein gebrandmarkter Typ, ne? Ey, seine Ex, ne? Die hat den bei der Scheidung so richtig die Hosen ausgezogen, ne? Ja, der hat nichts mehr, ne? Ja, ja. Das hinterlässt Narben, ja, Eddie. Das stimmt. Ja. Ja, aber ist ja klar, ne? Regel Nummer 1, du darfst dir von der Frau nichts bieten lassen. Ne? Immer schön mit der Faust voran und dann direkt mit der Faust in die Muschi rein. Ne? Immer schnell raus! Ja, nee. Was machst du jetzt mit deiner Kronkorkensammlung? Nee, was soll mit der sein? In Ober-
Oberucken sind letztes Jahr durch Verkehrsunfälle nur 16 Menschen, 4 Katzen, ein Hund, zum Glück nur ein Hund, ich hasse Katzen, und 2 Alpakas ums Leben gekommen. Das war vielleicht eine verrückte Geschichte, aber da muss man dabei gewesen sein. Laut's nicht so. Du weißt schon, dass es strafbar ist, betrunken Auto zu fahren. Außerdem hast du gar keinen Führerschein mehr. Ich bin überhaupt nicht betrunken. Du bringst dich und andere in Gefahr. Hör mal zu, du Textmarker auf Stelzen. Sieh zu, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Wisst ihr was, ich erzähle die Alpaka-Geschichte jetzt doch. Also es war so, im Oberockener Zoo hat ein Zoowärter das Tor zum Alpaka-Gehege offen gelassen. Und das hatte zur Folge, dass alle 2 Alpakas, die im Alpaka-Gehege lebten, rausgerannt sind. Und die ganze Nacht durch Oberocken gerannt sind. Also bis sie dann überfahren wurden. Der Fahrer beging Fahrerflucht und die Alpakas waren tot. Naja, wenn man dabei war, ist es lustiger. Das könnt ihr mir glauben. Mich hasst mich, aber bitte ignoriere mich nicht. Das würde ich nicht überstehen. Ich kann nicht, Kummer. Mein Vater würde das nicht wollen. Du hast zu wenig Geld. Dein Vater ist ein Mörder und er handelt mit leichten Mädchen. Sag das nicht. Ach, nix da. Er hat meine Cousin auf dem Gewissen. Weiß das. Ja. An Zürich. Ich war dabei. Ich hab's gesehen. 153. Eduard Szymanski. Ja, Eddie, hast du noch Zeit? Bernd, für dich da mal, das weißt du doch. Ja, pass auf. Der Junge erbt Kohle. Welcher Junge? Ja, der Niklas. Die Adelheid verwaltet ein Berg voller Asche, bis er volljährig ist. Das ist ein Topf voller Gold. Boah, das ist krass. Ja, hab ich auch gesagt. Jetzt frage ich mich nur, wie kriege ich auch was vom Kuchen ab? Also, was sag ich der Adelheid? Boah, das ist so geil. Was könnte ich gerade heiraten? Ah, meinst du, ich sollte einen Antrag machen? Boah, das ist so geil. Meinst du? Zieh durch! Ach, komm, zieh durch! Ja, gut, ich mach das, ne? Ich mach da jetzt einen Antrag. Danke. Mach Bernd? Oh, ich war gerade abgelenkt. Ich hab nicht zugehört. Was war denn? Bernd? Bernd? Bist du da dran? Ja. Na, hat euch das Oberuckenfieber gepackt? Dann geht auf oberucken.de und guckt schon heute alle Folgen der ersten Staffel und mehr. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und kommentiert dieses Video und abonniert diesen Kanal. Achtung, denkt daran, diese blöde Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis bald.